Sehen meine Haare in der Sonne sehr rot aus? Nein. Ist immer noch Sienna Braun, ja? Ja, Sienna Braun. Okay. Mehr gelebte Inklusion geht nicht. Auf dem Platz sind alle Spieler gleich und genauso werden wir auch an die Partie rangehen. Heute ist es ja ein Riesenspiel, das hier stattfindet. Sozusagen Mega-Event. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Spitzenspiel. Heute trifft nämlich der International United FC Winneton gegen die Stuttgarter Kickers. Die Spieler, die zentral spielen, sind auf einer Linie. Während die Offensivspieler schon einen kleinen Bogen machen. Bei uns im Studio darf ich auf dem Platz heute begrüßen Kevin Lex, unseren Fußballexperten. Der International United FC Winneton bereitet heute hier sein erstes Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers. Wie sind aus Ihrer Sicht die Chancen gegen so einen hochkarätigen Gegner? Es sind immer Überraschungen möglich im Fußball und der International United FC hat heute hier auf jeden Fall eine Chance, das Teil zu gewinnen, das Spiel zu gewinnen, ganz klar. Dann schalten wir zu Lala, zu unserer Reporterin. Herr Sobotta, ist es das erste Mal, dass Sie gegen eine Mannschaft spielen mit Jugendlichen mit Beeinträchtigungen oder mit sprachlicher Barriere? Das ist unser erstes Spiel, das wir in dieser Form absolvieren und wir sind auch gespannt, wie das ablaufen wird. Und haben Sie die Mannschaft in irgendeiner Form darauf vorbereitet? Nein, wir sind jetzt nicht besonders auf die Barrieren eingegangen, die Spieler haben werden. Auf dem Platz sind alle Spieler gleich und genauso werden wir auch an die Partie rangehen. Zusätzlich im Studio darf ich noch begrüßen den Manager des Vereins, Timo Loos. Uns ist ganz wichtig, dass wir einfach zeigen, dass auch Menschen mit einer Beeinträchtigung oder sei es aufgrund von einer Behinderung, Sprachhörbehinderung oder Autismus oder auch einfach traumatischen Flüchtlingserfahrungen, dass die einfach auf dem Platz einfach auch ihr Bestes geben können. Also uns ist das Ergebnis, spielt bei uns eigentlich nur eine zweite oder dritte Rolle. Bei uns kommt es einfach viel mehr darauf an. Jeder, der heute auf dem Platz steht, den wird vom International United, der wird einfach ein Gewinner sein, weil wir spielen gegen so eine professionelle Mannschaft. Wie gesagt, jeder wird als Gewinner vom Platz gehen, unabhängig vom Ergebnis. Was ist denn für Sie das Besondere an dieser Mannschaft, dass sich das lohnt, hier zu stehen? Was ist für Sie das Besondere? Also mehr gelebte Inklusion geht nicht. Ja, über Ländergrenzen hinweg, über besondere Bildungsvoraussetzungen hinweg, über Sprachgrenzen hinweg. So ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und da habe ich einfach ganz hohen Respekt vor dem Stefan Simon, dem Trainer, vor dieser Trainerleistung. Dankeschön an Lala. Und somit wünschen wir zwei ein schönes Spiel und schalten direkt aufs Feld. Dankeschön. Hallo zusammen, heute steht neben mir der Abteilungsleiter Fußball der SV Winneton. Ach so, jetzt sollte ich eine Frage stellen. Absolut richtig. Wie lange ist es denn her, dass so ein Verein wie die Stuttgarter Kickers hier auf dem Fußballplatz gespielt haben? Also ich bin ja erst seit knappen 2 Jahren hier und seit ich hier bin, habe ich so ein Spiel noch nicht erlebt. Okay. Also von daher bin ich schon richtig stolz, dass ich das jetzt in meiner Zeit hier auch erleben darf, dass die Stuttgarter Kickers hierher geholt werden von der Paulinenpflege. Ja, cool. Finde ich ein ganz starkes Ding. Ja. Schön. Sag mal, wie hat dir die erste Halbzeit denn so gefallen? Ja, klare Sache leider. Ich weiß nicht, 8 oder 9 Tore waren es jetzt. Ja. Bisschen schade, aber das ist halt auch, ich meine, die Kickers, die haben halt Qualität, die sind technisch sehr stark. Aber ansonsten, ich glaube, die Sache steht ja im Mittelpunkt und weniger das Ergebnis.
Es hat uns erstmal sehr viel Spaß gemacht, gegen Winden zu spielen. Das haben wir ja vorher schon angekündigt gehabt. Wir haben uns, wie gesagt, sehr engagierte Gegner vorgestellt. Das war auch so. Winden hat viel versucht. Dafür, dass es eine reine Hobbytruppe ist, ist es gegen uns natürlich sehr, sehr schwierig zu spielen. Ja, ich fand es gut. Die haben sich eigentlich gut angestellt. War mal was anderes, wie sonst immer, für uns. Und habe mich auch gefreut, dass die dann am Ende noch ein Tor gemacht haben. Oder zwei sogar. Mir hat es sehr gut gefallen, hat auch Spaß gemacht. Und es war auch mal wieder, das war auch mal was Neues, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Denn das macht man ja eigentlich nicht oft. Also es war nicht einfach. Also die waren schon aggressiv und haben viel, die haben auch selber zwei Tore geschossen, darf man nicht vergessen. Wir haben Fett auf die Mütze bekommen. Aber wie war es denn für euch? Wer will denn mal erzählen? Positiv. Positiv, anstrengend, mit Biss gearbeitet. Ja. Das habt ihr wirklich. Mindestens versucht. Aber man muss sagen, ihr habt zwei Tore geschossen. Ja. Und man muss auch sagen, das Publikum ist ausgerastet. Mhm. Die haben sich richtig gefreut. Die haben richtig mit euch mitgefiebert. Oh, das war was. Richtig gut. Man hat das gesehen, sie haben uns nichts geschenkt. Sie sind immer drauf und ich finde, das ist eigentlich das Schönste, was am heutigen Abend so passiert ist, weil natürlich hätten auch die Kickers sagen können, ja, Mensch, jetzt machen wir so ein pädagogisches 8-8 oder ein 8-7 und die gewinnen dann ganz knapp. Nein, das haben sie nicht gemacht und das finde ich gut. Sie haben uns wirklich alles abverlangt. Von daher, ich bin mit der Leistung vom Team mega zufrieden und ich bin glücklich darüber, dass sie das so toll gemacht haben. Trainer. Biss. Biss, Leute. Biss, genau. Wir kämpfen weiter, immer weiter und weiter. Ich finde es doch ein schönes Ende. Euch allen noch einen schönen Abend.